سبحانه وتعالى. Also لا إله إلا الله ist das Schwerste in der Waagschale. Die wahrhaftigste Lehre und die schönsten Worte, die beste Überlieferung, die glorreichste gute Tat. Wenn du dien, wenn der Diener Allahs diese Worte aussprichst auf Erden, er sagt لا إله إلا الله. Allah sagt سبحانه وتعالى, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen, es gibt keinen Gott außer mir. Ist das La ilaha illallah ist das Versprechen, welches Allah von seinen Geschöpfen erhalten hat. Alles wir vorher, bevor wir erschaffen wurden, wir waren Form von Atom, Zarra. Allah, das steht im Koran, wir waren anwesend und die Malaika waren anwesend. Allah sagt, Alastu bi Rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Alle sagten, die Menschen haben gesagt, Bala, du bist unser Herr. Ja Rabbi, du bist unser Herr. Die Malaika sagen, und wir haben bezeugt, ja Allah. Wir haben alle zugegeben, die Kuffar haben alle zugegeben, dieser Dimension, dass Allah der Einzige ist, dass Allah der Eine ist, Jalla fi Ula. Alle haben zugegeben, aber heute leugnen sie die Wahrheit. Und Allah wird sie erinnern, Yawm al-Qiyamah, an diese Tag. An diesen Tagen, an dem sie zugegeben haben. Aber die Leute leugnen Allah, a'udhu billah, der Schöpfer, Jalla fi Ula. Es ist das Wort, womit er seinen Propheten zu den Menschen gesandt hat, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah ist die Aussprache der Bücher Allah, weil der Koran und alle Bücher, der Sinn von diesen allen Büchern, die Allah subhanahu offenbart hat, er ruft alle Menschen zu Tawhid, zu der Einheit Allah subhanahu. Dass sie glauben an einen einzigen Gott und das ist Allah. Mehr will Allah von dieser Menschheit nicht. Abdi, glaube an mir, mehr nicht. Und dafür bin ich dankbar, Abdi. Ich werde dich für die Ewigkeit ins Paradies bringen. Dein erstes Zuhause, deine erste Heimat, wo du warst, wo dein Vater Adam a.s. war. Wir sind Fremde in dieser Dunya. Wir werden gehen, wir werden sterben. Und wir wollen alle zurück in unsere Heimat. Einer sagt, ich bin zurück nach Tunesien. Einer nach Marokko, ich vermisse Heimat und keine Ahnung, was ist. Aber subhanallah, unsere wahre Heimat ist Jannah. Und Adam, als er rausgeworfen wurde, hat erkannt, was von Verlust er erlitten hat. Und hat geweint, viel geweint. Bis Allah subhanahu wa ta'ala seine Reue akzeptiert, er sagt, ja Adam, du wirst so lange bleiben in dieser Dunya. Und ich werde euch prüfen, ja Adam. Und dann, wenn ihr standhaft seid und gute Menschen seid und folgt meiner Befehle, ich werde dich ins Paradies wieder zurückbringen. Adam hat sich daran gehalten. Und so müssen wir auch in diese Gebote halten und uns von dem fernhalten, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und das Beste, was wir tun können in diesem Leben, dass wir glauben, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Fest daran glauben, es gibt keinen Gott außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ihn dienen, ihn fürchten, ihn lieben, Jalla fi'ula, bis wir ihn treffen, subhanahu wa ta'ala. Wegen La ilaha illallah finden die Märkte des Paradieses und Hölle statt. Wegen La ilaha illallah wurde die Brücke gestreckt, dieses Sirat. Wegen La ilaha illallah werden die Bücher fliegen, Yawm al-Qiyamah. Manche werden die Bücher mit der Rechte bekommen, manche mit der Linke, a'udhu billah. Die mit der Linke bekommen, werden ins Höllenfeuer gehen. Und die mit dem Rechten bekommen, sie werden ins Paradies gehen und die sind die Erfolgreichen, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wegen La ilaha illallah wurden die Wagen aufgestellt, Yawm al-Qiyamah, und die Waagschalen aufgestellt. Wegen La ilaha illallah flogen die Köpfe der Helden dieser Ummah, Sahaba radiyallahu anhum. Wegen La ilaha illallah genossen sie den Tod. Wegen La ilaha illallah starben die Seelen der Märtyrer fi sabilillahi subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah überwiegt die Himmel und Erden. Musa alayhi salam sagt, Ja Rabb, lehre mir ein Bittgebet, extra für mich. Allah sagt, ja Musa, sprich, es gibt kein Gott außer Allah. Sag La ilaha illallah, ja Musa. Musa sagt, ja Rabbi, viele sagen La ilaha illallah. Alle sagen das. Ich möchte etwas für mich allein, ja Rabbi, privat. Damit ich dich damit lobpreisen kann. Allah sagt, ja Musa, sprich, La ilaha illallah. Musa wiederholt das dreimal, bis Allah sagt, ja Musa, wenn die sieben Himmel und sieben Erden und alles, was in den Himmel sich befindet und alles, was in der Erde ist oder auf dieser Erde ist, auf einer Waagschale wären und La ilaha illallah, La ilaha illallah, auf einer Waagschale wäre, La ilaha illallah, wird sie überwiegen, wird mehr wiegen als diese Himmel und Erden. Warum? Weil alles wurde wegen La ilaha illallah erschaffen. Das ist der einzige Grund, warum die Menschheit existiert. Wegen La ilaha illallah wurden die Seelen der Märtyrer als Brautgabe gegeben. Wegen La ilaha illallah, wenn La ilaha illallah in einer Eisenkette wäre oder jemand in dieser Eisenkette gefangen gehalten wird und er spricht dieses Wortes tief da drin, La ilaha illallah wird diese Kette zerreißen. La ilaha illallah wird sie komplett vernichten. So stark ist La ilaha illallah. Sogar eine andere Überlieferung, wenn die sieben Himmel und Erden aus Eisen wären, dann wird La ilaha illallah steigt hoch, La ilaha illallah wird sie durch zwei zerreißen.
لا إله إلا الله بدوش سويت سغيسن بإذن الله سبحانه وتعالى جل في علاه. wenn لا إله إلا الله in einen glatten Stein eindringt, wird dieser gesprengt. wenn لا إله إلا الله auf einen Berg gesandt wird, wird dieser Berg zerrissen. لا إله إلا الله ist das Beste, was die Lebendigen sagen und das Beste, was die Toten mit sich genommen haben, denn wir wissen ganz genau, wenn wir geboren sind, was machen wir in unseren Ohren? Man macht Adhan, man ruft zum Gebet. Das Erste, was du hörst, den Namen Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und in diesem Adhan hörst du La ilaha illallah. Es gibt kein Gott außer Allah. Und am Ende, wenn du stirbst, das Letzte, was du sagst, ist La ilaha illallah, wenn du Mu'min bist. Und achtet auf diese frohe Botschaft von Rasulullah s.a.w. Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya La ilaha illallah, dakhala al-jannah. Derjenige, der aus diesem Leben, der das Leben verlässt, und das letzte Wort, was er gesagt hat in diesem Leben, es gibt kein Gott außer Allah, La ilaha illallah, er tritt ins Paradies ein. Also das Beste, was du mit dir nimmst von dieser Dunja, nicht Geld, denn das wirst du nicht mitnehmen. Nicht deine Frau, denn deine Frau nimmst du auch nicht mit. Nicht deine Kinder, die nimmst du auch nicht mit. Nicht nimmst du mit von dieser Dunja. Aber das Einzige, was dir nutzt, was dir, also wie sagt man, das, dir einen Gewinn bringt, ja, um Al-Qiyamah, ist, dass du beim Sterben sagst, La ilaha illallah. Aber dafür muss man was tun. Denn unsere Herzen werden sprechen, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, wenn wir am Sterben liegen. Deswegen das Beste, was die Toten mit sich genommen haben, ist, La ilaha illallah. Wer diese Worte wahrhaftig spricht, wird gerettet, wird Erfolg haben und Glückseligkeit haben für die Ewigkeit. Pharaon Aduallah hat diese Worte nicht verstanden. Er leugnete, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Aus diesem Grund wurde seine Nase in den Meereslehm gesteckt. Allah hat ihn erniedrigt, subhanahu wa ta'ala. Qarun, der Cousin von Musa alayhi salam, leugnete auch die Wahrheit und leugnete, dass alles, was er hat von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb ließ Allah die Erde ihn verschlingen. La ilaha illallah ist der Anfang und das Ende. Ist der Anfang und das Ende. La ilaha illallah ist der Kopf aller Dinge. Ist die Geschichte des Lebens. La ilaha illallah besitzt im gläubigen Herzen Würde. Besitzt im gläubigen Seelen Ehre. Durch La ilaha illallah öffnen sich die Toren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wegen La ilaha illallah werden die Sünden vergeben. La ilaha illallah erweicht die Herzen. La ilaha illallah ist die Fürsprache für den Gläubigen. Wir haben vorhin gesehen, wegen La ilaha illallah, alle Sünden sind vergeben. Und wenn der Diener Allah auf Erden sagt, La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, diese La ilaha illallah steigt hoch zu Allah subhanahu wa ta'ala, drängt durch sieben Himmel, bis sie Allah erreicht, Jalla fi ula, und sie sagt, Ja Rabb, sie ist unruhig, sie verteidigt dich bei Allah subhanahu wa ta'ala, Ja Allah, vergib diesen Diener, der diesen Wort ausgesprochen hat. Vergib ihn, Ja Rabbi, seine Sünden. Allah sagt zu ihr, Ruhe, sei ruhig, denn ich habe dich aus seinem Mund rausgelassen, nur weil ich ihn schon vergeben habe. Nur weil ich ihn schon seine Sünden vergeben habe. Denn La ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala, spricht für uns, bi'idhnillahi, jalla fi'ula, bei Allah, jalla fi'ula, subhanahu. La ilaha illallah verteidigt, der sie ausspricht, das haben wir gerade gesagt. La ilaha illallah ist der feste, zuverlässige Halt. La ilaha illallah ist die hohe Stufe. Und das edelste Wort ist, La ilaha illallah ist die heilende und die genügende. Alles fängt mit La ilaha illallah an. Und endet damit. Wegen La ilaha illallah wurde Yahya a.s. ermordet. Wegen La ilaha illallah wurde Zakaria a.s. getötet. Wegen La ilaha illallah wurde das Feuer für Ibrahim a.s. gezündet. Nur weil er bezeugte, dass es keinen Gott gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wegen La ilaha illallah wurde Musa bekämpft. Musaylam al-Kadhab. Das ist dieser Mann, der hat gesagt, ich bin auch ein Prophet. Musaylam, dieser Lügner, a'udhu billah. Er leugnet dieses Wort, deswegen wurde er der Lügner genannt. La ilaha illallah ist das dementierende und das bestätigende Wort. La ilaha illallah dementiert und verneint jedes Gleichnis, jede Art von Teilhaberschaft, Götzen oder Gleichgestelltes, a'udhu billah, bestätigt die göttliche Macht, die Gottheit Allah subhanahu wa ta'ala, des Schöpfers, die Wahrheit, der ewig Lebende, der in sich selbst Seiende, und bestätigt die Anbetungswürdigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, seine Erhabenheit, seine Einzigartigkeit subhanahu wa ta'ala und seine Vollkommenheit, seine Schönheit und seine Majestätigkeit. La ilaha illallah beseitigt unsere Kummer und Sorgen und stellt Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden und macht den Teufel unzufrieden, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Das wollte ich nur kurz erwähnen, damit wir wissen, was ein Geschenk Allah uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Wir haben nie eine Bewerbung geschrieben. Wir haben nie Allah darum gebeten, dass er uns Muslimin macht. Dass er uns dieses Wort schenkt. Denn Allah schenkt dieses Wort nur die er liebt. Und besonders Allah liebt diejenigen, wir werden sie erkennen, die Menschen, die Allah besonders liebt, sind die beim Sterben liegen und Allah ermöglicht ihnen, La ilaha illallah zu sagen.
Das sind die Erfolgreichsten, das sind die, die am meisten geliebt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah liebt dich, er schenkt dir La ilaha illallah. Aber Allah sieht, er hat ein wertvolles Geschenk gegeben. Das Wertvollste in dieser Welt. Aber du gehst damit komisch um, Allah nimmt es von dir weg. Allah nimmt es dir weg und kann sein, du kriegst es nicht mehr zurück. Und du stirbst alles kafir. Und dann wirst du erkennen, den wahren Verlust, die wahre